ist er. Dirk Behrens, Dr. Dirk Behrens, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe vor allem Bäuerinnen und Bauern, der Berliner Senat hat zum heutigen Tag alles getan, was er konnte. Er hat das Wetter gemacht. Wir haben Sonne, wir haben kein Eis, wir haben keinen Schnee. Das ist ein gutes Zeichen. Manche fragen sich, warum mischen sich die Berlinerinnen und Berliner eigentlich in die Landwirtschaftspolitik ein? Zugegebenermaßen haben wir weniger Schweine, weniger Vieh, weniger Landwirtschaft als Niedersachsen oder Brandenburg. Aber Berlin hat beim Thema Landwirtschaft durchaus etwas zu sagen, denn wir haben sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir wollen die Stimme der Berliner Verbraucherinnen sein, die sagen, wir haben es satt. Wir haben es satt, Pestizide in unseren Lebensmitteln zu finden. Wir haben es satt, dass Glyphosat in unseren Lebensmitteln steckt. Wir haben es satt, dass Tiere leiden, um die Gewinne der großen Fleischproduzenten weiter zu erhöhen. Und die Bundesumweltministerin, die geschäftsführende Bundesumweltministerin, hat im letzten Jahr eine neue Bauernregel aufgestellt. Frau Hendricks sagte oder ließ publizieren, steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein. Sie musste dann zwar auf Druck der CSU zurückrudern, aber ich sage euch, der Berliner Senat sagt euch, sie hatte damit recht. Wir wollen diese Art und Weise der industriellen Schweinehaltung beenden und darum haben wir, ist es angeklungen, uns auf den Weg gemacht, die Regeln zur deutschen Schweinehaltung vor dem Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Wir sind der Meinung, dass das mit dem Tierschutz, was in den Ställen passiert, mit dem Tierschutz nicht vereinbar ist und von daher werden wir in diesem Jahr noch vor dem Bundesverfassungsgericht die Regelung zur deutschen Schweinehaltung zur Überprüfung stellen und wir hoffen, ich vermute gemeinsam mit vielen hier, dass das Bundesverfassungsgericht genauso, wie es das vor 20 Jahren, vor 18 Jahren genau, mit den Regelungen zur Hühnerhaltung in der Bundesrepublik gemacht hat und gesagt hat, so geht das nicht mehr weiter, der Hühnerstall ist zu klein, dass das Bundesverfassungsgericht weiterhin mutig ist, weiterhin für den Tierschutz sich einsetzt und sagt, die Schweineställe sind zu klein, die Regelungen müssen angepasst werden an die Erfordernisse des Tierschutzes. Aber wir werden nicht alleine uns verlassen können auf die Gerichte, sondern wir brauchen weiterhin eine lebendige, eine kritische Bewegung, die sagt, wir Konsumenten und Konsumenten wollen wissen, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Wir wollen entscheiden beim Kaufen, was wir kaufen. Wir wollen gerne regionale Produkte mehr kaufen. Wir wollen saisonale Produkte und wir wollen auch mehr Bio-Lebensmittel. Und von daher ist es wichtig, dann neben auch noch eine fortschrittliche Landwirtschaftspolitik zu machen. Unser Ziel ist weiterhin eine bäuerliche Landwirtschaft ohne Massentierhaltung, ohne Tierquälerei. Eine Landwirtschaft, die sich an der Gesundheit des Menschen, am Schutz der Umwelt und an der Gesundheit der Tiere ausrichtet. Und von daher freue ich mich, dass sich so viele wieder zusammengefunden haben, um hier für gesünderes Essen, mehr bäuerliche Landwirtschaft und einen fairen Handel auf die Straße zu gehen. Ich wünsche euch, auf dem Weg zur Agrarwende. Viel Erfolg, der Berliner Senat steht an eurer Seite. Ich danke euch. Danke, herzlichen Dank, Dirk Behrens. Ihr Wort in Politikersohr.